Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute mal wieder ein wenig eine Quatschrunde und zwar, weil ich jetzt aktuell sehr intensiv am B16A2 schraube bzw. sehr intensiv dabei bin, den vorzubereiten für den Ausbau. Und das ist eigentlich nicht ganz so spannend, wie ich da Stecker abziehe oder jetzt die Ansaugbrücke abgezogen habe, Flüssigkeiten abgelassen habe. Also es ist noch nicht so spannend. Die Tage kommt ein Werkzeug, womit ich dann endlich die Traggelenke ausdrücken kann. Entsprechend wird es da ein Video zu geben, weil dann kommen die Antriebswellen raus. Das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Also nicht wundern, wenn es da momentan nicht so viel Neues gibt. Es wird aktuell mächtig vorbereitet, weil am Montag kommt der Motor wahrscheinlich raus. Das heißt B16A2 raus, D16Y8 rein. Aktuell haben wir da noch ein bisschen Probleme mit dem Kabelbaum. Da hat sich jetzt kurzfristig leider ein etwas größeres Problem ergeben. Nichts, was man nicht lösen kann, ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das dann ungefähr dauert. Nichtsdestotrotz wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass ich schon wieder Teile gekriegt habe. Und zwar ist das ein Umschlag von Honda. Ja, zeig euch mal, was da Nettes drin gewesen ist. Und zwar wisst ihr ja, ich bin momentan dran. So, Kamera ein bisschen nach oben, dann sieht man auch, dass ich Haare auf dem Kopf habe. Bin ich ja momentan dran, die Hinterachse zu revidieren. Und ihr wisst ja, es gibt da für die Handbremsseile einmal diese Metallplinten, die ja dann mit so einem Sicherungsstift gesichert sind. Und dann gibt es da noch so diese kleinen Metallschüchen, die hatte ich euch ja gezeigt, die man auch rausdrücken muss, damit man die Handbremsseile nach oben wegdrücken kann. Alles sehr gammelig gewesen. Und entsprechend, Moment, habe ich mir natürlich den ganzen Bums einmal neu bestellt. Und zwar sind das einmal die, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht hier durch. Ich glaube ja, also man sieht das hier ganz gut. Genau, man sieht das doch durch die Tüte ganz gut. Weil ich möchte das jetzt nicht unbedingt auspacken, weil dann fliegt der Scheiß wieder überall rum. Sind das auf jeden Fall diese Sicherungsstifte, beziehungsweise diese, ja doch, die großen Sicherungsstifte. Dann die entsprechenden kleinen Klammern dazu. Man sieht es, ja, sieht man es? Ja, man sieht sie da durch die Tüte, ist schön. Ja, also die kommen da mit rein. Und hier, ich hoffe, man kann das auch ganz gut sehen, sind die Halter für das Handbremsseil. Übrigens, falls ich so dreckige Finger habe, liegt das natürlich daran, dass ich momentan, wie gesagt, fleißig am B16 schraube. Und dann habe ich noch zwei Teile gekriegt, die ein bisschen größer sind und die packe ich auch jetzt extra aus. Hier sieht man übrigens immer schön bei Honda die Teilenummern, also das ist immer, das gibt es immer schön bei. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich hinten den Wischer beim EJ9 loswerden möchte. Das liegt nicht daran, dass ich, also das liegt natürlich eigentlich auch daran, weil mir die Optik nicht gefällt, aber zum anderen brauche ich den auch nicht, weil ich den Wagen ja sowieso nur im Sommer fahre und mir ist aufgefallen, der ist mehr zu Deko und sieht irgendwie am Civic auch ein bisschen fehl am Platz aus. Also wer es beim EK9 kennt, der hat hinten gar keinen Wischer. Und so soll das hinterher auch aussehen. Und es gibt original von Honda einen Stopfen, das ist einmal der hier, der quasi dafür da ist, den Wischermotor, wenn man den raus hat, einfach mit einzusetzen und das Ganze dann so, sag ich mal, zu entfernen, mit der Möglichkeit, das zurückzurüsten. Der Stopfen ist bei mir eine temporäre Lösung, weil das Ganze dann irgendwann geschweißt wird, wenn der Wagen mal komplett lackiert wird, weil das steht auch auf dem Plan. Und dann wird das Ganze zugeschweißt, ganz einfach, weil es schöner aussieht, ist eine cleanere Optik, solange bleibt der Stopfen allerdings drin. Und dann habe ich noch ein Tütchen, das ist jetzt das 1, 2, 3, 4, 5, nee, vierte Tütchen. Das vierte Tütchen ist es. Ja, wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Hier ist auch wieder etwas drin, was was die Optik ein wenig verschönert. Und zwar ist es hier einmal die Block-Off-Plate
für die Radioantenne. Die gibt es einmal für den Linkslenker, einmal für den Rechtslenker. Entsprechend muss man natürlich aufpassen, was man bestellt, weil die natürlich klar nicht untereinander passen. Und zwar Grund, warum ich das Ganze bestellt habe, ist, dass mir die Radioantenne sowieso nicht gefällt optisch, weil, naja, ist halt doof, die ständig rauszuziehen und sieht auch irgendwie nicht so schick aus. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann kommt das Ganze rein. Und es gibt einen Trick, so habe ich gehört, dass die Radioantenne trotzdem funktioniert. Weil klar, dann fungiert wohl das ganze Auto so als Radioantenne bzw. als Empfänger und entsprechend ist das auch gar kein Verlust. Das alles ist auch relativ überschaubar gewesen preislich. Da kommen noch ein paar Teile, ganz einfach, weil ich jetzt noch einige Sachen bestellt habe, die längere Lieferzeit haben. Also es gibt dann noch so Gurthelfer, weil ihr wisst ja, im EJ9 werden wahrscheinlich keine Sportgurte verbaut. Ganz einfach deshalb, weil die Rückbank drin bleibt und weil der auch irgendwie noch alltagstauglich bleiben muss, in Anführungsstrichen. Und das erstmal nicht geplant ist, dass dort andere Gurte reinkommen. Die normalen Gurte bekommen allerdings irgendwann eine andere Farbe, also die werden wahrscheinlich rot. Und entsprechend sind diese Gurthelfer ist OEM und das sieht schön aus und das sieht cool aus. Ich zeige euch, wenn die da sind, wie die aussehen. Die sind eigentlich nicht vom EJ9, sondern vom ED-Modell, und zwei Generationen davor. Und das passt allerdings immer noch, ist also sehr praktisch eigentlich, kostet auch nicht die Welt. Ja, und wie gesagt, am Montag kommt dann der D16Y8 rein. Da gibt es dann nochmal ein Video zu auf jeden Fall. Ganz einfach, weil es halt für mich auch der erste Motorumbau ist. Das Ganze wird dann natürlich verkabelt, gepinnt etc. pp. Dann müssen noch zwei, drei Kleinigkeiten erledigt werden. Also die Lichtmaschine muss noch rein. Dann die Servopumpe muss rein, Klimakompressor. So Kleinigkeiten, weil die müssen wir dann noch aus dem EJ9 von Philipp übernehmen. Sind allerdings so Sachen, ja gut, mein Gott. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die kann man auch machen, wenn der Motor drin hängt. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil trotzdem relativ viel Bauraum ist. Und dann gibt es natürlich noch erfreuliche Nachrichten. Und zwar war ja EJEK-Meet und entsprechend habe ich natürlich gefilmt. Und ich möchte euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Na, und zwar ist das die erste Videoposition mit 55 Aufrufen. Ich bin sehr happy darüber. Ganz einfach, weil das Treffen eigentlich relativ klein war. Also es waren wirklich nur sehr, sehr wenige Leute da, wenig Fahrzeuge. Es war mal in anderen Jahren anders. Woran das liegt, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil eigentlich ist ein schönes Treffen gewesen. Nichtsdestotrotz freut mich das sehr. Wir sind auch mittlerweile 87 Abonnenten. Das heißt, ihr kriegt immer so einen kleinen Status-Update, wo wir momentan stehen mit dem Kanal. Und das ist eigentlich auch, ich bin froh, also langsam geht es auf die 100 zu, dann kriege ich meine individuelle URL, das heißt, dann ja, wird das Ganze kürzer, wenn man jetzt zum Beispiel YouTube, also den Kanal teilt, dann steht da youtube.com/garage8 oder irgendwie sowas, da kann ich mir dann was aussuchen. Ich glaube, sonst habe ich gar nichts mehr tatsächlich vergessen, also wie gesagt, das ist diesmal ein bisschen mehr Gequatsche, ganz einfach, weil der EJ6 momentan wirklich Priorität hat zu den Antriebswellen, da wird es auf jeden Fall nochmal ein Video geben. Und dann entsprechend, wie der Motor reinkommt, wie das Ganze nochmal neu verkabelt wird etc. pp. Dass ihr einfach seht, wenn das Ding läuft, wie das Ganze läuft. Ich freue mich da schon sehr drauf. Also das ist eigentlich aktuell der Plan, dass der Wagen in circa 2 Wochen soll der Wagen schon fahren. Also das heißt, es ist momentan wirklich viel zu tun. Deswegen seid mir nicht böse, wenn die Videos nicht immer regelmäßig am Sonntag und am Mittwoch kommen, so wie eigentlich angedacht. Sondern vielleicht auch mal montags und donnerstags, wie das jetzt so die letzten 2-3 Wochen halt gewesen ist. Was eigentlich mehr an den Treffen lag, als an meinem Nicht-Filmen-Wollen. Weil ich habe da eigentlich mega Spaß dran, aber ist halt zeitlich ein bisschen schwierig, weil ich momentan auch sehr, sehr viel arbeiten muss. Weil im Dezember kommt noch ein neues Auto. Und zwar ein Auto, welches man... Zumindest theoretisch hat man den Zwilling davon gesehen, und zwar im EJEK-Meet-Video. Also wer das noch nicht gesehen hat, da gerne nochmal reingucken und dann könnt ihr ja raten, was es
geworden ist, beziehungsweise was es wird. Und zwar ist das Auto eigentlich schon gekauft, also es ist reserviert für mich. Im Dezember wird es dann gebracht und bezahlt, also von daher, es ist schon, würde ich sagen, meins jetzt auf jeden Fall. Es ist ein sehr schönes Auto, ja, es ist ein sehr schönes Auto, es ist ein Civic, welch ein Wunder. Allerdings, was für einer, das wird sich dann zeigen. Es wird euch allerdings sehr freuen, weil da gibt es dann super, super viel zu tun. Das wird ein längeres Projekt als jetzt der EJ6 oder als mein EJ9. Ja, da gibt es quasi ganz, ganz viel zu tun. Der Wagen hat momentan keinen Motor und meine Pläne sind auch aktuell sehr, ja, sehr verrückt. Also das wird auf jeden Fall extrem geil. Das nur schon mal so als kleiner Teaser, was so kommt und weswegen halt die Videos momentan vielleicht nicht ganz so cool sind. Ganz einfach, wie gesagt, ich muss momentan viel arbeiten, um das Ganze natürlich auch finanziell zu stemmen und auch schon mal so ein paar Sachen, also finanzielle Rücklage zu bilden für den B16A2 Umbau in den EJ9 Facelift. Ganz einfach, weil ich natürlich dann entsprechend noch ein bisschen Service in Anführungsstrichen mache und das kostet natürlich auch alles entsprechend Geld. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ich sehe hier gerade auf meiner Kamera. Also, wenn ich an euch vorbei rede, dann ist das nur, damit ihr auf den Bildschirm gucken könnt. Und zwar rede ich jetzt schon wieder hier 14 Minuten, auch wenn es im Schnitt gleich nicht so viel sein wird. Allerdings, für mich ist es jetzt schon enorm viel. Das heißt, jetzt ab an Schneiden. Ich würde mir sonst selber nicht viel länger zuhören wollen. Ja. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Da gibt es einiges zu sehen. Wer auf Insta mir folgt, der hat mit Sicherheit auch jetzt schon das letzte Fortschrittbild gesehen vom EJ6 bzw. vom B16A2 Ausbau, den Vorbereitungen. Sehr spannend, auf jeden Fall da vorbeigucken und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!